Dieser Ozeanriese hat eben die Werft verlassen. In den nächsten 5 Jahren sollen über 50 weitere gebaut werden. Wir haben den Bau dieses Schiffes begleitet, in der Meyer-Werft im ostfriesischen Papenburg. Hier entstehen die Meereskolosse. Zehntausende Tonnen Stahl werden rund um die Uhr am Fließband verbaut. Gearbeitet wird im Schichtbetrieb. Zuerst werden riesige Stahlplatten in der Vorfertigung geschnitten und verschweißt. Ein Schiff dieser Größe wird heute vernetzt geplant und streng durchgetaktet gebaut. Wo immer möglich, verarbeiten Maschinen den Stahl selbstständig und transportieren ihn in einer Fertigungsstraße immer weiter zum nächsten Prozessschritt. Hier werden diese Plattenfelder jetzt mit Profilen bestückt und die werden vollautomatisch hier aufgestellt und auch verschweißt. Die Meyer-Werft hat sich auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert. Die exakt getimte Fertigung nennt sich Blockbauprinzip. Es beginnt mit den Deckenplatten, mit Längs- und Querstreben verstärkt. Sie werden mit Rohren und Anschlüssen vorbereitet. Anschließend gedreht. So wächst Deck um Deck. Mehrstöckige Sektionen entstehen. Balkone und Reling kommen hinzu. Aus vielen Sektionen ergeben sich größere Blöcke und viele Blöcke formen letztlich das Schiff. Eigentlich wie Lego, aber in ganz anderen Dimensionen. Nur, dass diese vorgefertigten Lego-Steine mit Anlagen ausgerüstet sind. Also Rohre, Kabel waren alles schon drin. Sodass, wenn man das Schiff zusammensteckt, dann eigentlich alle Anlagen schon in dem Schiff vorhanden sind. Klimaanlagen, Trink- und Abwasserleitungen, alles, was Flüssigkeiten oder Luft transportiert, wird vormontiert. Die akribische Arbeit an den Decken ist das eigentliche Erfolgsrezept des Blockbaus. Riesige Kräne drehen die bereits tonnenschweren Stahlkonstrukte um, bevor sie aufeinander geschichtet werden. Auf diese Weise sind einige der weltweit größten Schiffe in der Meyer-Werft entstanden, so auch das jüngste seiner Art. Es ist das viertgrößte Schiff der Welt. In der Halle steht 1 Milliarde Euro, die Norwegian Joy. Sie ist nur für den chinesischen Markt bestimmt. Wir bauen jetzt dort die Restaurants, die Kabinen weiter aus. Das Schiff ist 334 Meter lang, 41,4 Meter breit und knappe 60 Meter hoch von unten her. Die Dimensionen sind gigantisch. Und daneben stehen schon etliche Teile des nächsten Schiffs bereit, welches 2018 fertig werden soll. Die Blöcke des neuen Schiffs sind bereits über 10 Decks hoch und hunderte Tonnen schwer. So geht es beim Bau also quasi nahtlos von einem gleich zum nächsten Schiff. Wenn das große Schiff die Halle verlassen hat, und dann haben wir hier in der Halle schon 2 Drittel vom Schiff wieder stehen. Und dann werden die vorbereiteten Blöcke, die wir hier auf der Zulage haben, zu dem Schiff dazugestellt und ungefähr in 12 Wochen haben wir das komplette Schiff im Stahlbau schon wieder in der Halle stehen. Zurück in der Meyer-Werft geht es nun aufs Schiff und damit hoch hinaus. Der Lift steigt auf 60 Meter Höhe. Die Werft ist der größte Arbeitgeber in der Region. 6.000 Arbeiter sind hier rund um die Uhr im Einsatz. 3.000 sind ständige Werftmitarbeiter. Weitere 3.000 kommen jeweils aus Zulieferfirmen aus der ganzen Welt hinzu, je nachdem, was gerade ausgebaut wird. Hier haben wir jetzt den Bereich des Kabinenflurs. Also wir haben jetzt einen Flur hier. Und hier hinter sind die Fertigkabinen, die wir hier in Papenburg gebaut haben. Hier haben wir die Tür, das ist die Eingangstür. Die Kabine geht also von dort vorne bis ungefähr hier. Das sind fast 4 Meter, die breit ist. Und dann haben wir hier eine Außenkabine, die geht also bis nach außen, bis zum Balkon. Und die Kabinen werden tagsüber gefertigt, abends transportiert und nachts hier ins Schiff eingebaut. Und dann stehen sie hier so. Und der nächste Schritt, der jetzt hier passiert, ist, dass hier eine Verkleidungswand davor kommt. Und dann ist das hier nachher ein Kabinengang. Auch die Kabinenfertigung ist Fließbandarbeit. Knapp 2000 Stück, jede schlüsselfertig mit Möbeln und Teppich eingerichtet. Sie werden via Hebebühne an der richtigen Stelle im Schiff platziert. Auch das ist ein wichtiger Teil des Blockbauprinzips. Das Interessante ist, dass hier die Kabine quasi nur noch angeschlossen wird. Also die Kabine hat alles schon dran, die Wasserversorgung ist alles da. Und das, was wir jetzt in der Vorfertigung gesehen haben, hier unter der Decke, die ganzen Versorgungsleitungen, die kommen hier an. Und hier wird die Kabine angeschlossen, hat quasi ihr Wasser, ihr Strom und halt die Kommunikationsanlagen sind angeschlossen. Und somit ist die Kabine dann fertig.
Immer verrückter werden die Attraktionen an Bord. Auf diesem Schiff wird gerade eine Go-Kart-Bahn montiert, die über zwei Decks führt. Der Belag, der Boden für diese Kartbahn ist also schon fertig. Und jetzt ist man hier dabei, die Abstands- oder Sicherungssachen hier zu montieren. Und in der nächsten Woche kommen die Karts. Wenn das Schiff draußen ist, dann kann man also hier auch schon demnächst mit der Erprobung anfangen. Das Ganze ist über zwei Stockwerke, ist wie, so ähnlich wie eine Carrera-Bahn. Man kann also über zwei Ebenen auch hier mit dem Kart fahren. Auch das Herzstück eines jeden Schiffes, die Kommandobrücke, ist fast fertig. Alle Geräte laufen bereits und werden getestet. In wenigen Wochen wird das Schiff nach Asien unterwegs sein. Im Moment ist es ja auch so, dass in dem Schiff Sachen, die fertig sind, alle abgeklebt sind wieder. Also das bleibt auch erstmal so, bis das Schiff quasi kurz vor der Übergabe wird, ist jetzt alles aufgemacht. Also die Schönheit des Schiffes erkennt man erst wirklich zum Schluss. Und die wahre Pracht entfaltet sich sowieso erst auf hoher See.